So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt geht's los hier auf der RimWorld. Es wurde kurz geladen. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Do-do-do-do. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffs ein, als ihr bereits beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Das machen wir jetzt mit unserer Gruppe. So, hier schlagen wir ein. Bam, bam, bam. So, gehen wir kurz auf Pause und scrollen ein wenig raus. Wir sind in einem richtig guten Bereich gelandet, so wie ich das hier sehe. Schauen wir uns mal um. Jetzt müssen wir erstmal suchen, wo wir unser Lager aufschlagen. Und ich habe halt keinen Bock, dass ich irgendwie von allen Seiten begangen werden kann. Sprich angegriffen. Das hier fällt mir schon sehr ins Auge, muss ich sagen. Hier haben wir schon ein Gebäudeteil. Schauen wir mal, was hier die Schönheit sagt. Oh, die Schönheit ist natürlich sehr gut bei dem Gebäude. Also es ist wichtig für die Überlebenden, dass es in einem schönen Bereich, dass sie in einem schönen Bereich wohnen. Hier unten ist auch nicht schlecht. Also was mich jetzt auf jeden Fall, ja, was mich jetzt interessiert, also den Bereich, der hat mir, ist mir sofort positiv aufgefallen, muss ich sagen. Hier hinten wäre auch vielleicht nicht schlecht. Nee. Aber ich möchte den hier nehmen. Also ist ja, weil er ist schön weitläufig. Ich habe hier Gebirge ohne Ende. Ich hätte jetzt schon gern, dass hier so ein Geysir, diese Löcher hier, das sind thermale Geysire, dass der vielleicht ein bisschen näher ist, weil da kann man später dann irgendwie Generatoren draus bauen. Allerdings, oh, hier ist noch eine Ruine, das sieht man hier dran. Hier können irgendwelche, also ich habe da schon mal einen angebaut, da waren Roboter drin, die haben mich getötet. Beim ersten Spiel war nicht so gut. Ja, nee, also ich nehme hier diesen Bereich. Hier haben wir schon fast ein fertiges Haus. Und die Siedler haben hier gleich also wenn man sieht, in dem Haus, durch den schönen Boden und alles, haben sie eine Zweier-Optik. Also das finden sie ganz schön da drin. Und dementsprechend habe ich eigentlich dann quasi mein Haus schon gebaut. Und ich muss mich erstmal nur darum kümmern, hier das Material hinzuschaffen und mein Überleben zu sichern. Ja, also der Geist hier kann man später entwickeln. Der produziert dann Energie. Aber bis dahin auf jeden Fall haben wir noch erstmal die Möglichkeit, Solar- und Windenergie zu nutzen. Und da wir eh nicht sehr gut im Forschen sind, was wir ausgesucht haben, wird es auch noch sehr lang dauern, denke ich mal. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir hier hin. So, als erstes mal muss ich Zonen festlegen. Ich habe hier eine Lagerzone zum Beispiel. Hier wird jetzt meine ganzen Items gelagert. Die Items gehen wir mal näher ran. Hier sind wir. Das bin ich. Das passt ja, das passt auch. Und wo ist der letzte der VS-Himmel? Wo ist der? Nein. Ist er tot? Ah, hier. Ah ja, der junge Spund. So. Was wir jetzt erstmal tun, wir verteilen die Waffen. So. Lass mal schauen. Also, Jules war in nichts gut. Nahkampf 9 hatte der. Das denke ich mal, damit wird er schon so einer der besten sein. Deswegen bekommt er das Plastahlmesser. Dann der VS Henry hat Schießen 3 und Dan hat auch Schießen 3. Das ist ein sorgfältiger Schütze. Das heißt, er bekommt die Pistole und der Dan das Gewehr, weil er ein sehr sorgfältiger Schütze ist. So, die werden jetzt sich jetzt ausrüsten. Und ich beginne jetzt erstmal damit. Also ich mache hier Doppelklick auf das hier, das sind Überlebensrationen. Die schmecken nicht besonders gut, aber sichern erstmal mein Überleben. Und die schalte ich hier frei, also entweder ich drücke F oder schalte hier unten drauf. Ich habe sie jetzt mit dem Doppelklick alle markiert, die hier so rumfliegen. Hier drüben liegen auch noch ein paar. Die sind alle aus dem Raumschiff gefallen. Und ich habe die jetzt freigegeben und die werden jetzt hier in diese Zone, die ich jetzt gerade bereitgestellt habe, verbracht. Das ist quasi mein Lager. Ich habe jetzt einfach nur eine Fläche dafür als Lager quasi erkenntlich gemacht. So, also, die holen jetzt erstmal die Waffen und dann geht's los. Also, Nahrung erstmal und hier die
Arzneimittel. Jetzt gehen wir mal in die Übersicht. Das würde mich mal interessieren. Träger. Okay, also tragen. Also das hier sind jetzt, das sind jetzt die Tätigkeiten, die wichtig sind. Höhere Priorität ist hier oben, Feuerwehr, Arzt und so weiter. Niedrige Priorität, forschen, reinigen. Ja? Und wir sehen jetzt hier auch die an den Symbolen, zum Beispiel bei unserem VS Henry, dass er als Jäger 5,5 Punkte hat von 20. Der Jules hat 4. Blöd, das ist sehr doof. Und dementsprechend wäre es besser, den VS Henry damit zu beauftragen. Vor allem, er hat ja auch eine Pistole und der Jules nicht. So, dann haben wir hier beim Kochen. Dan, sehr gut im Kochen ist er nicht. Der lernt sehr gut, wie man kocht. Das heißt, der Jules ist der Koch. Aber Dan lassen wir auch drin. Quasi zum Lernen. So. Da kann man das alles so ein bisschen einstellen. Ja? Für mich ist es wichtig, Bauarbeiten, das sollen sie alle können und machen. Dann müssen wir Bergarbeiten. Auf jeden Fall, also diese Haken, wer das macht, die sind sehr doof gesetzt, weil hier, ich bin ein Miner und bei mir war es nicht gesetzt. Ja? Also bei meinem Charakter. Gärtnerei brauchen wir viel, Handwerker und Träger brauchen wir jetzt am Anfang am meisten, weil wir unsere Ware jetzt in unser Lager bringen. So, was haben wir noch? Also wir sehen hier verschiedenste Dinge. Die Optik ist ganz klar von so Prison Architect oder sowas angelehnt. Ist aber auch sehr passend. Also es reicht und es ist perfekt für die Vielfalt, die man hier machen kann, ist es perfekt. Wir haben hier Eichhörnchen, die kann man jagen. Es gibt Fleisch und es gibt auch Leder zum Beispiel. Und jetzt habe ich sie eben gesehen. Wo ist sie denn hin? Ich zoome mal ein bisschen raus, um das nochmal zu zeigen. Während die hier tragen, ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist es weg. Ich sehe es nicht mehr. Egal, vielleicht, wenn ich es wieder finde, zeige ich es euch. Hier sind Wildschweine, die bringen sehr viel Nahrung, sind aber auch gefährlich, können angreifen. Die Schildkröten bringen Nahrung, glaube ich auch, sind aber nicht so leicht zu töten. Und ja, und dann waren dann noch. Hier, da ist es. Eine Boomratte, also wie ich gehört habe, explodieren die, wenn man die angreift. Sollte man nicht tun. Erstmal. Oder wenn man einen guten Schützer hat, kann man es machen. So, hier drüben bringen die jetzt erstmal alles dahin, dass wir auch alles in der Nähe haben. Ich wähle jetzt schon mal die nächste Art aus, die sie mitnehmen sollen, nämlich Stahl. Das ist so die nächste. Auch hier, guck mal hier. Büffel, Muffalo. Ja, diese Muffalos, die kann man sicher auch jagen. Vielleicht kann man die auch irgendwie züchten. Jetzt sollen meine Leute auf jeden Fall erstmal hier das Baumaterial nehmen, nämlich den Stahl und das Holz, würde ich auch sagen, dass sie das mit rüberbringen sollen. Wir können zwar Holz hacken, aber wenn man es schon mal da hat, ist schon mal ganz gut. So, ich gebe jetzt erstmal den Befehl. Da kann sich mal einer drum kümmern. Das Gras wegzumachen. Das wäre dann Gärtner. Mal gucken, wer ist da. Ich glaube, da ist jeder ganz gut drin. Soll das der Jules mal machen? Hier das Gras mal wegzumachen und so, damit das auch mal ein bisschen übersichtlicher ist. Ist jetzt vielleicht nicht so dringend wichtig, aber der Jules muss ja auch was zu tun haben. So, was jetzt als erstes ansteht, außer dass wir jetzt hier unseren Stahl und so weiter sichern, der jetzt einfach viel wichtiger ist. Und danach sichern wir das hier. Silber. Ne? Das ist die Währung. Die müssen wir auch sichern, aber jetzt erst, sind erstmal die Mittel, die wir hier so haben, wichtiger. So, Architekt, Strukturen. Wir nehmen jetzt als erste Struktur auf jeden Fall Holz, weil wir Holz auch noch ohne Probleme nachproduzieren können. Und dann bauen wir erstmal hier die Hütte zu. Und ich brauche 3 Betten. Hier diese Schlafplätze habe ich noch nie benutzt. Ich will es immer gleich sofort richtig machen. So, jetzt haben wir hier schön 3 Doppelbetten. Dann machen wir hier noch einen Tisch rein. Das möchte ich auch alles. Also normalerweise würde ich sowas so früh noch nicht machen. Aber da ich ja jetzt quasi das Haus schon fertig habe, wäre es halt Blödsinn, wenn ich das nicht nutzen würde. So, machen wir hier einfach mal, machen wir mal 4 Stühle hin. Wir haben so nur drei Siedler, aber 4 Stühle ist aber nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, Handwerker, wer ist da am besten?
Der Jules. Na gut. Nee, aber der Jules, der macht ja schon hier die Gartenarbeit. Deswegen machen wir Handwerker bei ihm weg und der Zweitbeste kommt, nämlich der VS Henry. Der soll das jetzt hier mal alles aufbauen. Ich hoffe, dass ich das richtig jetzt gerade mache, weil der macht ja auch noch Handwerker, Bauarbeiter. Was macht er denn? Er richtet Dinge. Ah, okay. Okay, also er richtet auch andere Dinge. Und der Handwerker macht? Der stellt Sachen aus rohen Sachen her. Okay, gut. Jules, weg. Dan, okay. Nee, lass mal ihn hier, der lernt es am schnellsten. So, jetzt haben wir ein Bett. Das sieht sehr gut aus, dass wir das Bett zu so früh fertig haben. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Und deswegen, das Spiel ist echt Alpha und es funktioniert schon so gut. Wir sehen sofort eine Reaktion. Der Dan läuft rüber, holt sich jetzt weiter Sachen, weil er sonst keine andere Aufgabe hat. Jules kümmert sich darum, hier den Platz zu räumen. Das Klopfen, was wir hören, ist der Jules, der hier den Baum fällt, weil das soll ja hier alles platt machen. Und der VS Ranier fängt an, hier die Betten zu bauen. So. Ja, er holt sich jetzt Holz und dann geht's los. So eine gute Anfangsbude hatte ich ja noch nie, ey. Alles klar. Wie es dann später aussieht, ich werde jetzt einen Break machen, werde ein bisschen quasi weiterspielen, ich werde hier diese Dinge nochmal einsammeln und quasi etwas Zeitraffern und dann sehen wir, was dann passiert ist. Macht's gut, bis gleich. Tschüss.